Ja, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zu Call of the Wild. Wieder ein Uncut-Video. Ich lasse einfach nebenbei laufen. Wir quatschen ganz normal. Wir haben hier eine schöne Höhle entdeckt. Da werden wir jetzt mal runterfahren. Hier kann man auch lustige Spiele machen. Und haben wir gestern Abend noch ein bisschen bisschen Scheiße gebaut hier. Und ja, würde ich sagen, gucken wir uns das einfach nochmal an. Der Bad Flavor ist natürlich auch wieder von der Partie. Ihr seht ihn ja schon da unten. Aha. Und er sagt, da unten gibt es eine Hütte. Mal gucken. So, wir sind hier auf der Savanne und hier gibt es eine große Höhle in dem Vulkan. Man fällt besser nicht runter, weil ansonsten ist man tot und alle anderen Spieler auf der Karte auch. Können wir euch ja gleich einmal demonstrieren. So. Oh. Ich werde das mal kurz zeigen. Bist du denn da oben? Ja, ich bin draußen. Achso. Wenn ich jetzt. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht runterfalle. Aber auf jeden Fall, ich traue mich nicht weiter. Einen Schritt noch, mehr gehe ich nicht. Jetzt geht er auf jeden Fall bis nach ganz unten. Wenn man runterfällt, dann sind alle anderen auch tot. Aber wenn du, bist du oben an der Hütte oder wo bist du? Ach ne, du bist draußen. Wenn du oben bist, kannst du gleich einmal dran vorbeifallen. Und ich stehe hier und nehme das auf. Ah, warte. Muss aber erstmal die Hütte. Ah, die Hütte, die ist sowieso ganz unten am Berg. Ach, am Berg oder wo? Ja, ganz unten am Berg. Ich dachte im Berg drinne. Nein. Achso. Aha. Seht ihr, von da oben ist der Vulkan, also da ist on top of the tops und dann geht das halt hier nach unten. Ihr seht ja, wie tief das da ist. Da oben kein Zelt mehr. Doch, ist du. Kann ich nicht sehen. Da ist kein Zelt mehr. Ja, habe ich denn eins dabei? Nö. Ich habe auch kein Zelt dabei. Lol. Natürlich doof, ne? Dann bringe ich mich mal gerade um. Geht ja schnell. Dann bist du auch tot, ne? Ja, ich bin ja gleich in der Höhle. Ich bin ja schon in der Höhle. Achso. Fällst du gleich runter? Achso, da bist du ja. Ah. Hast du denn Zelt? Na gut, dann mache ich mal gerade einen Abgang. Oh, lol. Okay, jetzt bin ich hier oben auf dem Berg. Aber mein Zelt ist weg. Hm, Scheiße. gleich bist du tot. Ist runtergefallen? Ja. Achso. Gut, wir sind jetzt gleich tot. Mein Zelt wird gleich einfach in uns reinbaggen. Wo ist er denn überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht. Mich weit unten. Oh, jetzt. Oh, jetzt bin ich tot. Also, sobald da jemand runterfällt, so kann man natürlich alle Leute hier auf dem Server gut trollen, wenn wir hier nochmal mehrere haben. Und einer fällt da runter, dann sind gleich alle tot. So, jetzt spawnen wir wieder hier unten. Jetzt nehme ich mir mal direkt ein Zelt mit. Rucksack, ich müsste ja noch ein paar haben. Zwei Stück eigentlich. Nee, das eine ist weg. Weggepackt war. Ja, das ist natürlich Kacke. Die sind natürlich teuer, die Dinger, ne? 16.000. Boah, nee. Ich habe noch eins. Das kann ich da oben nicht hinstellen, Alter. Na doch. Wenn wir dann beim letzten Mal ich das wieder einsammle, dann geht das. Ja, aber ich weiß nicht, ob es da oben bleibt. Also muss es ja dann schon wirklich wieder einsammeln, Also wahrscheinlich. wir müssen das machen, bevor wir den Server, glaube ich, Ja. Server verlassen. Inventar, Transport. Dann brauche ich noch ein Auto. So. Und wir sparen natürlich weiterhin auf die Apex. Die wollte ich jetzt eigentlich in der oder der nächsten Folge dann kaufen. Wir machen das immer so. Also ich habe mir jetzt überlegt, 30 Minuten Uncut-Videos. Einfach hier, was für ein Scheiß wir hier so spielen. Wer Bock drauf hat, kann sich das gerne angucken. Wenn nicht, soll es lassen. So. Um da hochzukommen, gibt es halt einen Trick. Ihr müsst. Also, ich habe es jetzt bisher nur mit dem Quad funktioniert. Ich habe es aber noch nie anders ausprobiert. Das auch probiert, wenn ihr einfach zu Fuß da reinläuft. Man muss hier einfach jetzt mit Schwung fahren. Darf jetzt hier nicht runterfallen, sonst bist du nämlich wieder tot. Und dann, so wie Bad Flavor das macht, bei ihm scheint es nicht funktioniert zu haben. Nö. Einfach jetzt hier die Kante runter zu fahren. So, und jetzt mit der Schnauze nach unten rein. Oh, das bei mir nicht funktioniert. Ja, warte. Bis gleich oben. Dauert ein bisschen. Also ich bin jetzt oben. Ich laufe hier unten gerade durchs Wasser. Dann muss man mal Und probieren. hier steht noch ein Quad von mir. Nee, ist meins. So. Mann. Was soll das denn jetzt? Mal probieren.
Ja, muss ich nochmal alle hochfahren. Aber interessant, hier unten kannst du im Quad problemlos durchs Wasser durchfahren. Das war natürlich jetzt der klassische Vorführeffekt, weil gestern und so hat das immer funktioniert. Doch, immer zuerst gesprungen. Das kann sein, ja. Hast du natürlich kein Zelt mit, oder? Nee. So, ich spring nochmal. Wieder nicht geklappt. Spring ich da gleich zu Fuß runter. Ich glaub, dann stirbst du. Ja, aber dann stirb halt nur ich, dann ist das nicht so schlimm. Wenn ich meinen Quad mal wieder unter Kontrolle kriege. Hier vorne ist noch ein weiterer Weg, den bin ich noch nie gefahren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es einen anderen Ausgang noch. Müsste eigentlich. Wahrscheinlich, ne? Oh, oh. Tschüss. Willst du runter? Ja. Bin ich gleich tot? Nö. Nee. Ja, warte. Nee, Leiche fällt nicht weiter. Oh, hier gibt es wieder zwei Gänge. Hier geht es nochmal nach unten. Und nach oben. Was? Alter, wo fahre ich denn jetzt hin? Hier sind wir bis jetzt noch nicht angefahren. Ich bin draußen. Also hier kommt man wieder raus. Auf der Seite ist anscheinend ein Ausgang. Riesengroßer Ausgang, okay. Dahin war noch ein Weg, fahren wir den mal noch. Mal sehen, wo es hier hingeht. Wird es wahrscheinlich auch noch einen Ausgang geben. Hier oben sind auf jeden Fall Tiere, die rufen. Also hier fällt man wieder nach oben. Und jetzt geht's hier. Oh, lol, okay. Gut, okay. Da geht's einfach wieder schnell. Hier ist ja eine Hängebrücke. Hä? Was? Ich plante hier mal gleich ein Zelt, wo ich rumfahre. Aber ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Lol. Sieht ja richtig crazy aus. Da muss ich, da will ich rüberlaufen. Warte mal, ich plante mal gerade ein Zelt. Ich bin ja gleich da. Ja? Okay, gut. Also muss nach ganz unten und dann wieder hochfahren. Komme ich jetzt hier hoch? Also, ich würde mal. Gar nicht, würde ich sagen, weil hier geht's nämlich. Ach du Scheiße! Alter, geht das? Geht hier bis nach ganz unten runter? Muss ich runterfahren oder hoch? Ist egal, ob du oben oder unten lang fährst. Wenn du oben lang fährst, springst du und wenn du unten lang fährst, kommst du ebenerdig da raus. Ja. Jetzt ramm ich bloß nicht weg. Ich stehe direkt an der Klippe hier. Und hier geht's, keine Ahnung, 400 Meter gerade nach unten. Kannst deinen Quad mit Schwung runterschießen. Mhm, da unten ist auch die Hütte. Ja? Ja, habe ich schon gesehen. Da glaube ich, da hinten ist sie. Ja. Schieß mal deinen Quad runter. Steig aus! Oh. Das, ganz funktioniert. Das war jetzt aber Glück. Tschüss. Alter, guck mal, wie das da runter geht. Oh ja. Hast du jetzt die Hängebrücke gesehen? Ja, ja. Oh, oh Scheiße. Und tot. Ja, du bist 600, 700. Du fällst immer noch. Wo bist du denn jetzt? Ich liege unten im Gras. 854 Meter bist du von mir entfernt jetzt. Warte, ich plante hier ein Zelt, dann kannst du hier hin. So, kannst du. Dann springe ich da auch mal gerade runter. Für die Fans. Für die Fans jumpe ich jetzt hier auch mal runter. Vollgas! Hui! Oh, nein, nicht rückwärts! Nicht rückwärts! Alter! Oh, wo geht das denn hier? Gibt's auch so eine kleine Plattform? Oh! Scheiße! Oh nein! Oh! Lieber mal noch! Weiter geht's! Ich bin tot! Alter! Alter!
Ich bin unten im Wasser jetzt. Oh, ich bin im Wasser. Kann unter Wasser fahren. Ja. Cool. Wasser von unten. Also wir ricken gerade das Spiel hier. Ich will auch durchs Wasser fahren. Da ist ein Höhleneingang. Was? Jo. Richtig großer. Bist du denn jetzt? Da oben bist du. Warte hier auf dich. Oh, Kacke. Kacke. Gehört? Was? Hast du gehört? Er wurde dich geschossen. Nee, habe ich nicht gehört. Bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ich sehe nur deinen Namen. Ah, da. Ah ja, jetzt sehe ich dich. Oh, Kacke. Ui. Boah, für unten nochmal perfekt hingestellt. Bang. Bei der Schrott. Echt? Ich kann unter Wasser laufen. Karre Schrott? Ja, aber ich kann unter Wasser laufen. Das ist natürlich schlecht, weil mein Zelt da oben steht. Ja. Geil. Kann ich hier jetzt rausschießen? Weiß ich nicht. Versuch's doch mal. Ja, ich hab deinen Schuss gehört. Oh, Hilfe. Hi. Du bist K.O. gegangen, steht bei mir. Ja. Du wurdest rausgepackt, aber siehst du den Höhleneingang hier? Ja. Wahrscheinlich ist das der Ausgang, wenn du von ganz oben runterfällst. Alter. Was ist denn hier los? Das ist ja voll neblig. Hier ist zumindest wieder ein Ausgang auf der anderen Seite. Ah, hier geht's einfach nur durch. Ich bin schon wieder draußen. Also das ist nur so ein großer Durchgang. Okay. Mehr ist das nicht. Ja, und dann geht's hier. Guck mir mal gerade. Nein. Oh, ich bin tot. Nee, doch nicht. Meine Karre geht noch. Ich hole mir mal gerade die Hütte. Ich bin nämlich jetzt fast gerade da. Kann ich mir die gerade noch schnell holen? Dann baue ich mein Zelt ab. Siehst du aber auch so nicht die Höhlen, wenn du hier unten bist. Mhm. Ah. Krass, neue Stufe. Hä? Ich hab ein Level up. Was ist das denn? Ja, du kriegst ja 100 EP dafür, dass die Hütte. Ja, aber ich hatte. Achso, ja doch, wir haben ja gestern ganz schön viel geschossen. Mhm. Da oben ist die Hängebrücke, Alter. Ja, ich weiß auch, wie du da hochkommst. So, spätestens wenn du dich nach ganz oben backst. Du bist hier an was vorbeigefahren. Echt? Ja, an ein Sammelobjekt. Da oben? Ja. Mhm. Ich werde mal gerade zu meinem Zelt spawnen. Was abbauen und dann da runterkommen. Und dann müssen wir ein bisschen jagen, ja? So genug Quatsch gemacht. Für die Fans. Okay. So. Ich komme. Oh nein. Oh Scheiße. Quad, bleib stehen. Bleib doch stehen, Quad. Nein. Mein Quad fällt runter und ich stehe jetzt hier. Und ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich falle noch. Hm. Jetzt geht's bergab. Oh, jetzt ist alles schwarz. Oh, Spiegel crasht? Nee. Bin hier unten. Ha. Ja gut, dann würde ich mal sagen, jagen wir mal ein bisschen. Ich weiß mal nicht, was jetzt hier unten so rum. Hey, läuft hier nichts mehr rum. Jetzt alles weg. Ja, jetzt sowieso. Na, Munition brauche ich noch ein bisschen. 19 Schuss. Mir fehlen jetzt noch 6.000 fehlen mir noch. Bis zu meiner Apex. So. Kaufen. Moin. Hallo.
Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind hier direkt am Fluss. Okay. Mein Ziel. Da oben ist so ein gestrichelter Weg. Oh. Ja. Ach, das ist der wahrscheinlich, ne? Genau, da ist ein Stück, wo dann der gestrichelte Weg aufhört. Ja, genau, das ist die Hängebrücke. Das ist die Hängebrücke, ja. Da oben, ey. Ach, das Scheiß. Ach, da oben ist die Hängebrücke. Ich hab immer noch das Geräusch, als wenn ich in der Höhle wäre. Das heilt bei mir alles noch. Ja, bei mir auch. Ich glaube, das werden wir auch so schnell nicht los. Nee, ich weiß, wenn wir eine neue Karte starten. Moment habe ich nicht das, die Tropfgeräusche, das ist schon mal gut. Auf jeden Fall nix hier. Die andere Seite kommst du wohl, glaube ich, nicht mehr, weil das schon Ende der Karte ist, ne? Genau. So. Gucken. Ob wir jetzt in den nächsten 15 Minuten noch irgendein Tier hier finden. Ich glaube es fast nicht. Ist ja nur ein sehr schmaler Weg hier eigentlich. Wir sind ein bisschen K.O. Noch zu weit ins Wasser gelaufen, ne? Ja. Und nochmal. Weil die Stelle hier sieht zwar so aus, als ob man darüber kommt, aber nö. Na, Ende der Map halt, ne? Wobei, vielleicht kommst du da mit dem Quad rüber. Glaub nicht. Glaub nicht. Weiß ich nicht. Natürlich jetzt hier. Ich denke mal, wir werden gleich noch woanders hinfliegen, weil hier werden wir, glaube ich, nicht viele Tiere finden. Hey, hör auf, mich zu schießen. Hey. Hör auf. Hinten ist noch ein Fragezeichen. Wo? Am Ende des Weges. Ach, egal. Ich laufe gerade den Berg wieder hoch. Krass. Hör auf mich zu schießen. Ich hab da ein Bad Flavor gesehen. Ach so. Komisches Viech, kenne ich nicht. Hier sind keine Tiere. Mal gucken, wo fliege ich denn hin? Wie spät ist das denn jetzt überhaupt? Mittag. Ich fliege mal zu dem anderen See da hinten. Mal gucken, was da so los ist. An der Mittagszeit. Hallo? Tiere? Hallo? Vielleicht sind sie gleich alle wieder bei dir. Wahrscheinlich. Hallo Tiere. Ja, wo seid's denn? Welch? Also ich sehe noch gar keins hier. Ich auch nicht. Aber ich habe ganz viele Fußspuren. Hab nicht mal ich. Oh, ich habe doch einen Fertigungspunkt. Jetzt kann ich mir noch diesen Distanzgedöns da noch holen. Vorteilspunkte, Pistolen. Zack. Ja, scheiße, jetzt habe ich so einen anderen Fertigungspunkt. Mist.
Ungefähr Gewicht eines Tieres, wenn du Fußspuren untersuchst und zu seiner Fellart bei der Wildfänger das so scheißegal. Macht die Beringung wieder weniger sichtbar. Fußspur was? Ein Hoppelhase. Also überall. Ja, ich sehe es aber nicht. Da, ein Hoppelhase. Einen Hoppelhasen schlafen gelegt. Immerhin haben wir ein Tier geschossen. Ich habe schon wieder zwei Büffel sitzen. Ja, toll. Wenigstens bei einem läuft's, ne? Ein sehr schwerer. Muss noch gucken, was mache ich denn jetzt überhaupt? Gewertinformation, ungefähre Trophäenwertung, ungefähre Gewicht ist dieses. Das ist doch so unwichtig. Doch. Hirscher. Das ganze Herumgelaufe war doch zu etwas gut. Erhöht deine Ausdauer, sodass dein Puls in Bewegung langsamer ansteigt und sich demnach schneller wieder beruhigt. Ja, da muss ich unbedingt hinkommen, das brauche ich. Dazu muss ich bestimmt. Ah, jetzt muss ich diesen Wetter. Ah, ich musste diesen Wetterscheiß kaufen. Oh Gott. So, immerhin habe ich schon mal ein Tier. Wir haben immerhin schon was getötet. Ein Büffel oder was? Ja, nee, ist klar, Murat. Hoch in die Unfair. Wirbelsäule. Ist doch so unfair. Du hast schon wieder die dicken Viecher. Also ich habe hier einen Hasen. Hier ist nichts. Ja, nichts. Da hinten brüllt irgendwas. Ein kleiner Kudu. Muss hier oben mal hoch, dann habe ich einen besseren Überblick. Kann ich hier so ein bisschen rumsnipern. Das gibt's nicht. Da fängt er schon wieder. Da fängt er gleich die dicken Viecher wieder. Wer kann, der kann. Ja. Ja. Machen wir uns mal das Fernglas raus. Oh. Ja, es getrampelt. Es gibt Gnus hier in der Nähe. Weil nur Gnus machen dieses Trampelgeräusch. Ja, so. Die Frage, wo sind sie? Hört sich immer so an, als wenn gleich hier 50 Stück auf die zurennen. Wenn das ist nur eine. Genau. Da oben. 3 Stück. Nee, es läuft doch nicht weg. Scheiße. Mist, jetzt muss ich dem Drecksvieh auch noch hinterherlaufen wieder. Dabei habe ich den eigentlich genau in den Nacken geschossen. Und dann genau in dem Moment dreht er sich und guckt mich an. Dass ich ihn wahrscheinlich direkt auf seine dicken, fetten Hörner geschossen habe. Das ist auch genug. Nee, das ist ein komischer Springbock, Spießbock. Oder wie das Vieh heißt. Toll, hier habe ich ihn getroffen.
Blutspur. Ja, sind wir noch laufen. Ach, die Viecher, die rennen bis Meppen, ey. Ich höre sie ja noch, aber die hören mich. Deswegen rennen sie vor mir weg. Aber ich sehe, kann jetzt auch nicht anhalten. Weil hier so ein hohes Gras ist. Immer noch 75. Ich glaube, ich schiebe die gerade in deine Richtung. Ja, mach nichts. Ich laufe in die andere Richtung. Ja. Da. Haben sie mich gehört? Mist. Oh Gott, das sind richtig viele. Haben sie mich aber gehört? Die schon da unten durch den Wald durchgelaufen. Mist, hätte ich vielleicht noch ein oder zwei snipern können. Drecksviecher. Jetzt alles voll mit solchen Viechern. Ich glaube nicht, dass ich den in den nächsten 5 Minuten noch finde. Oh, jetzt ist bei 25:50. Wenn wir Glück haben, liegt er hier gleich. Wir gehen und wir laufen jetzt nicht. Dass sie uns nicht so schnell hören, obwohl wir immer noch ziemlich laut sind. Da vorne habe ich einen gesehen. Die sind noch hier vorne. Aber selbst wenn wir gehen, sind wir verdammt laut. Weil hier so hohes Unterholz ist. Sind wir leiser. Also die sind hier auf jeden Fall noch. Wenn wir schön leise sind, der Wind drückt uns weg. Und jetzt mal Kriechgang gehen, aber noch leiser. Aber hier ist Blut und der kann jetzt nicht mehr viel Leben haben. Ich hoffe mal, dass das Unterholz gleich aufhört. Wir freien Blick kriegen und dann können wir noch ein bisschen was schießen. Ich höre die Viecher immer noch. Wo seid ihr? Ihr kleinen Drecksäcke. 0 bis 25%. Das Ziel kann jetzt nicht mehr weit weg sein. Und wir kriegen hoffentlich gleich einen freien Blick. So dass wir noch ein bisschen was schießen können. Ich höre sie immer noch. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört. Allerdings werden sie leiser. Also es ist immer noch viel Wald. Mist. Ich bin echt nur im Krabbeln hier. Also macht es echt nicht viel Lärm. Aber das hören die Viecher wahrscheinlich trotzdem. Wo bist du jetzt unterwegs? Hinten wieder beim Strand. Ah, ja. Da wo wir gestern alles lila gemacht haben. Mhm. Ich bin mal gespannt. Wenn ich die Apex dann irgendwann mal endlich habe, wie so abgeht. Das Vieh hier lang gelaufen. Da ist wieder Blut. Oh, da hat er wieder einen Kaffernbüffel. Nicht schlecht. Hier lang 0 bis 25. Also er muss doch jetzt mal hier irgendwo gleich liegen. Ist doch gar nicht. Diese Streifengnus, die laufen so weit, wenn man die nicht
gleich perfekt trifft, dann sind die einfach. Oh Gott, dann rennst du den ewig hinterher. Vor allem, wenn du so eine ganze Herde vor dir hast, da willst du natürlich noch ein paar mehr von erwischen. Deswegen wäre es schön, wenn man Schalldämpfer hätte. Ja. 0 bis 25 immer noch. Hör sie auch noch. Sehe nichts mehr. Jetzt da hinten sind noch blaue Spuren. Gut ist, wir laufen bergunter Richtung See. Das heißt, dass ich immer einen Höhenvorteil habe. Hier ist das viel lang gelaufen. Es ist dann lang gelaufen. Oh, perfekten Blick hier gerade. Hier nur die Tiere nicht. Aber hier sind wieder Fußstapfen, aber kein Blut mehr. Das kann doch nicht sein. Wehe, das Vieh hat jetzt aufgehört zu bluten. Was hast du da denn für eine Wunde reingedrückt? Ahnung. Stand da nicht. Du warst da bei 25. Bei 25 bis 0 bis 25%. Jetzt habe ich die Spur verloren. Und die Folge ist zu Ende, meine Freunde. Ja, ja, ist gut. Schließen. Ich würde sagen, ich gucke mal, ob ich das Ding noch finde bis zur nächsten Folge. Und dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.